Hallo, als Life-Coach, der ständig in der Öffentlichkeit steht und als YouTuberin die zwei Kanäle führt, bleibt es mir nicht erspart, Hater-Kommentare zu lesen. Und nachdem ich zwei Kanäle führe, wie ich schon sagte, der eine Kanal ist auf Deutsch, der zweite ist auf Russisch, bekomme ich sehr viele Kommentare. Und ich möchte mich heute bei meinen Hatern bedanken. Ich liebe euch. Ich liebe euch, denn ihr seid meine große, große Lehrer. Vielen Dank für eure Kommentare. Hier darf man natürlich Hating von Trolling unterscheiden. Die meisten wissen, was das genau ist. Trolling, ein Troll. Wer ist ein Troll? Der eigentlich alle provoziert. Seine Aufgabe ist, Unruhe zu stiften. Alle Gesprächsteilnehmer zu provozieren. Emotionen von diesen Menschen zu bekommen. Ein Troll lebt von Emotionen, von Reaktionen. Deswegen sagt man, bitte keine Trolle füttern. Womit fütterst du Trolle? Dadurch, dass du reagierst. Und es ist wichtig, dass du rechtzeitig erkennst, dass es ein Troll ist. Es hat mit meinem Content, mit meinen Videos, mit meinem Aussehen nichts zu tun. Das ist ihm ganz egal, was ich da spreche, was ich anhabe, wie ich aussehe. Es ist wichtig für ihn zu provozieren. Und Hating ist was anderes. Ein Hater ist ein Hasser, das weißt du. Ein Hater hasst mich. Was? Er hasst meinen Kanal. Es gefällt ihm irgendwie nicht. Es gefällt ihm der Content nicht von meinem Kanal. Das, was ich spreche, passt ihm überhaupt nicht. Das sind vor allem Frauen bei mir. Nachdem ich eigentlich mehr Männer durch meine Videos unterstütze, finden viele Frauen das gar nicht toll. Und dann haten sie herum auf meinem Kanal. Einem Hater gefällt nicht, was ich sage, mein Content, mein Kanal, meine Videos, ich gefalle ihm auch nicht. Und was macht er? Er kritisiert mich natürlich. Das ist kein Feedback. Ein Hater gibt kein Feedback. Feedback ist was anderes natürlich. Und das ist auch keine gesunde Kritik. Das ist wirklich ein Hass. Was gefällt den Hater nicht? Mein brüllendes Rrrr, mein russisches R. Ja. Rrrr. Den Hatern gefällt nicht mein russischer Akzent. Ja, kann ich nichts machen, ich spreche mit einem Akzent. Obwohl ich Deutsch liebe, obwohl deutsche Sprache mir sehr liegt, trotzdem spreche ich mit einem russischen Akzent. Ich bin eben in Russland geboren und ich spreche Deutsch. Mein Aussehen gefällt vielen nicht und dann höre ich auch verschiedene Kommentare. Oh, du Tussi, du blonde, dumme Tussi, was denkst du überhaupt? Was hast du überhaupt gelernt? Das, was ich gelernt habe, kannst du sehen auf meiner Website www.linarosmer.coach. Dort kannst du meine Diplome ansehen. Und dort sind nicht alle Diplome, die ich besitze natürlich, sonst wäre es angeben, wenn ich alle Diplome herausgestellt hätte. Und meine Lippen gefallen nicht, du Lina, mit deinen Schlauchbootlippen, was kannst du schon sagen? Tut mir leid, meine Lippen sind echt. Ich gehe zweimal pro Jahr Botox spritzen, aber ich bin mit diesen Lippen geboren. Also werde ich so sterben auch wahrscheinlich. Auf jeden Fall gefällt dem Hater vieles nicht. Und ein Hater, tut mir leid, das sind wirklich arme Menschen. Sie haben ein Problem mit sich selbst. Sie hassen irgendwelche Eigenschaften, die sie besitzen, irgendetwas in ihrem Leben und dann haten sie herum bei den anderen Menschen. Und es ist eigentlich so, dass Hater zuerst
meinen Content konsumieren sollen. Stell dir vor, das sind arme Menschen. Sie hören meine Videos an und sie hassen diese Videos. Sie hassen mich, aber sie müssen ja das anhören, um dann irgendwelche Kommentare zu schreiben, negative Kommentare zu schreiben. Das kommt mir vor wie diese Krankheit, wenn man den Kot frisst. Wie heißt die? Koprophagie. Das sind Menschen, die Scheiße fressen eigentlich. Und das fressen sie auch, diese Hater. Denn wenn sie mich hassen, wenn ihnen etwas nicht gefällt, aber sie müssen ständig das Video ansehen. Das ist für mich dasselbe, wenn zum Beispiel du ein Vegetarier bist und dann gehst du auf die Straße und siehst ein Würstchengeschäft. Ja? Dort verkauft ein Metzger Würstchen, Fleisch, Leibchen, Tafelspitz und so weiter. Und du sagst, jetzt werde ich sagen, dass das ein schlechter Metzger ist. Aber ich bin ein Vegetarier, dafür muss ich jetzt diese Würstchen kosten. Und der würgt mit Gewalt diese Würstchen runter, um danach irgendwie Gift rauszulassen über diese Würstchen. Dasselbe machen auch Hater. Das sind arme, arme Menschen. Und Hater helfen mir auch sehr, 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 sehr viel, denn ich denke immer analytisch. Ich habe sehr viel in meinem Leben gelernt über Coaching, NLP, wie du weißt. Und aus jedem Kommentar von einem Hater sehe ich sofort, welches Problem dieser Mensch hat. Das heißt, jedes Kommentar weist auf seine Probleme hin. Zum Beispiel sehr viele Kommentare lese ich von russischen Deutschen, von deutschen Russen, das sind Russen, die in Deutschland leben. Und diese Menschen kritisieren mich, zum Beispiel vor kurzem hat mir ein Mädchen geschrieben, weißt du was, aber auf Russisch, auf meinem deutschen Kanal schreibt sie mir Kommentare auf Russisch, obwohl sie Deutsch besser versteht. Das, was du sprichst, ist scheiße. Und du bist blöd. Und überhaupt, ich schäme mich für deinen Akzent. Ich schäme mich für dein russisches R. Und ich schäme mich für dich. Auf welches Problem kann dieses Kommentar hinweisen? Ich habe sofort gesehen, oh oh, dieses Mädchen hat Identitätsprobleme. Sie ist in Deutschland als Russin und sie schämt sich für ihre Herkunft. Das ist das Letzte eigentlich. Ich schäme mich nicht für meine Herkunft. Denn ich bin stolz darauf, dass ich eine Russin bin. Ich bin stolz darauf, dass ich in mir zwei Kulturen vereinen kann. Russische Kultur und europäische Kultur, deutsche, österreichische oder Schweizer Kultur. Und ich kann das wirklich, wirklich gut. Auch wenn ich mit dem russischen Akzent spreche. Und wenn ein Mensch sich dafür schämt, dass er einer bestimmten Nationalität angehört, dann hat er Identitätsprobleme. Und deswegen habe ich eine große, große Bitte an meinen Hater. Bitte, wenn ihr schon da herumhatet auf meinem YouTube-Kanal, dann schreibt bitte das Alter von euch. Denn hinter jedem Hater-Kommentar sehe ich eure Problematik. Und ich möchte wissen, welche Generation in unserer Gesellschaft welche Probleme hat. Bitte das Alter dazu schreiben. Und liebe Hater, ich werde euch natürlich ersparen, dass ihr da diese Koprophagie macht, also Scheiße frisst in Form von meinem Content, von meinen Videos. Und deswegen werde ich eure Kommentare löschen. Ich bin die Einzige, die sie sehen und lesen kann. Also, vielen Dank und ihr werdet eure Kommentare nicht sehen. Jetzt habe ich aber genug gesprochen, oder? Jetzt glänze ich sogar im Gesicht, oder? Glänze ich nicht? Und meine Schlauchputzlippe muss ich auch schminken. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss und bis bald.